So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Im letzten Part, ja, da waren wir in dieser Eishöhle drin, haben leider unser kleines Vibrava bei so einem hässlichen Hundemond verloren. Und nun, in diesem Part, würde ich sagen, werden wir zuerst mal unser kleines Pokémon beerdigen, weil ist halt einfach so. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele Leute gesagt haben, dass ich mal, ja, meine Pokémon, also dass ich nicht die ganze Zeit Chat vorne lassen soll, und ich werde mir das jetzt auch zu Herzen nehmen. Ich werde ab sofort mal auch andere Pokémon ranlassen, und das klang mega pervers, aber egal. Und die hat einen coolen Style, ja. Und ja, ich würde erst mal sagen, Pokémon heilen und yo, mach mein Team wieder fit, Schwesterchen. Ich glaube, ich lasse das jetzt bei 5 Pokémon, ja. So. Also, ich würde sagen, auf zur nächsten Stadt. Here we go. So, wollte ich jetzt irgendwas sagen? Genau, Chat, der wird jetzt ab sofort nicht mehr so oft vorne sein. Ich werde andere Pokémon auch noch ein bisschen trainieren. Unter anderem auch Keifel, weil Keifel ist halt einfach so, ne? Und, also Fairy, und, ich muss jetzt einfach mal kurz gucken. Chat ist jetzt vorne, sehr eigentlich... Ja, okay. Ich lasse Chat jetzt noch auf dieser Route drin, weil muss, ne? Eis-Pokémon und so. Alles andere würde abkratzen. Außer Benny. Ja, Benny könnte da theoretisch was machen, ja. Doch, Benny, du gehst nach vorne. Benny, tausch mit Chat. So, und dann Beute. Und dann brauche ich mal einen Schutz. Ich brauche einen Schutz. Topschutz. Nur eins. Das ist wenig. Egal, reicht aber bestimmt für diese Route. Von daher passt das schon. Und ich würde sagen. Warte mal, da. Nee, scheiß drauf. Wir haben jetzt nur einen Topschutz, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht hin. Also ich lasse das Ganze. Und ja, das sieht schon ein bisschen pervers aus, aber ich will dazu jetzt einfach mal gar nichts sagen. Und ja. Ist ein bisschen kalt, ne? Vielleicht wechsle ich ja in der nächsten Stadt mal die Kleidung. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich glaube nicht. Nee. So, und dann Arigato. Mammute. Ich frage mich, wann Keifel, also mein Keifel, sich zu einem Mammute weiterentwickelt. Würde mich mal interessieren. Ja, ich glaube, ich gucke später mal nach. So, was ist mit dir? Wer ist das, Callum? Hey, Lucy. Ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena von Fluxia. City heraus. Juckt mich nicht. Juckt mich echt nicht. Vor allem, Alter, das Wetter ist ein richtiger Dreck. Richtiger Bockmist. Gut, ich würde sagen, erstmal hier Sonderbonbon. Ja, wir machen alle unseren Pokémon nach Bonbon süchtig. Und dann auf zur nächsten Stadt. Guck mich nicht an. Wisst ihr was, Leute? Ich war vor der Aufnahme einfach so richtig kaputt, und jetzt nehme ich auf und versuche mich ein bisschen zu motivieren, so ein bisschen aufgedrehter zu sein, pipapo, und ja, ich glaube, mit der Aufnahme kann das schon wirklich klappen, ja. Vielleicht sollte ich erstmal aber die richtige Sitzposition festlegen bei mir. Ist jetzt immer voll komisch beim Let's Play. Ich schlafe auch voll komisch. Das ist richtig komisch. Na egal, komm, erstmal kaufen wir uns mal was ganz, ganz schön ist. Ich würde sagen, erstmal hier, wir kaufen uns das Kleid hier. Kleid Lame Jackson. Oh, ich finde die Musik hier so genial, ne? Ne, die Kleidschuhe brauche ich nicht. Die sind hässlich. Ja, das nehmen wir uns. Die Jeans Short nehmen wir uns auch. Haben wir die nicht? Und die Reiterstiefel können wir uns auch nehmen. Ja, die gefallen mir. Vielleicht noch die Dinger in Pink. Ja, können wir machen. So, dann das hier. Und das hier, ey, ich freue mich schon megamäßig drauf, meinen Trainer in Pokémon, wie heißt das? Omega Rubin und Alpha Saphir umzustylen. Das wird bestimmt megamäßig geil. Aber wisst ihr was? Vorher werde ich jetzt, also bevor ich das jetzt weitermache, will ich ganz kurz in andere Kleiderläden. Wo war noch eins? Ich glaube in... Hier irgendwo war es, ne? Boutique, ja, hier war's. Gut, hier kann ich mir anscheinend auch Kleinigkeiten holen. Kann sich eigentlich auch vorher schon was holen. Ich gucke jetzt einfach mal bei der ganzen Map nach. Vielleicht finde ich da ja was. Wäre geil. Muss aber nicht sein. Okay, gucken wir mal. Boutique, wo bist du? Boutique! Ne, das ist der Fahrradladen.
Sieht nicht aus wie eine Boutique. Hier? Nee, hier! War ich hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Wenn, war ich auch nur ganz kurz hier drin. Streifen-Tanktop. Mhm. Nee, Rest brauche ich nicht. Die Jacke sieht cool aus. Obwohl, nee, ist... Na, mag ich nicht. Obwohl, wir holen uns den Parker einfach mal. Straßenschuhe. Nee, brauchen wir nicht. Und das hier. Pokéball-T-Shirt. Nee, das ist ein bisschen lappenhaft. Nee, der Hut vielleicht. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz rein. Genau. Du willst etwas ausprobieren? Gerne, lass dir durch Zeit. So, gucken wir mal. Oberteil, Pokéball-T-Shirt. Nein, 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 nein. Wollte ich alles nicht, scheiße. Wir können theoretisch mal dieses Kleid hier anprobieren. Es würde aber nicht zum Hut passen. Wir brauchen einen anderen Hut. Ja, dieser Hut sieht nach einer absoluten Katastrophe aus. Der wird aber auch nicht passen. Ja, das würde vom Stil her nicht passen. Das ist das Problem. Mm-mm. Was hatte ich denn gerade eben an? Den, das hier, ne? Den Pulli mit Schleife. Nee, das passt auch nicht. Wir lassen uns, glaube ich, beim alten Stil, bis ich irgendwas Cooles gefunden habe. Weil so gefällt mir das nicht so. Nee, nicht wirklich. Die Tasche ist schon richtig. Sonnenbrille? Nee. Wir lassen uns einfach, ja. Ja, Umkleide verlassen. Ist gut. Wir brauchen hier nichts. Arigato gozaimasu. So, und jetzt will ich mal gucken, ob es mehrere Boutiquen noch gibt, die ich noch nicht erkundet habe. Also ich weiß, dass es in Illumina City eine gibt, aber ob ich die jetzt aufsuchen werde, da können wir erst später rein. Beziehungsweise erst rein, wenn wir was Spezielles gemacht haben, aber das will ich jetzt nicht. Und nee. Style-Salon. Ja, da war ich ja schon. Okay. Gibt's hier irgendwie noch eine Boutique? Von der ich nichts weiß? Nee, das wird noch gar nicht gezeigt. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, Sarah, erstmal fliegen nach... wie ist die Stadt? Fluxia City. Der Name ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich will ja jetzt nichts sagen. Also, aber ich hier da... Ja gut, das habe ich aber... Okay, und zwar wollte Kalem gegen uns kämpfen, aber bevor wir jetzt gegen Kalem kämpfen, würde ich sagen, tun wir wen nach vorne? Genau, die gute Melly. So. Melly, du gehst nach vorne und dann suche ich den Typen. Wo war der Bastard jetzt? Ich glaube hier, ne? An diesem großen Kristall oder so. Ich finde das echt schön hier. Ja, komm, wir machen ein Foto. Jo, Kamerakauz, wo bist du? Doch schon, wie kann ich dir behilflich sein? Ein Foto machen. So. Oh, das ist geil. Das Foto wird geil. Ah, nee. Warte mal, wie kann ich jetzt zoomen? Nicht so zoomen. Ah, warte. Okay, Foto. Yes, oh, das sieht schön aus. Ja, ich mag das Foto. Gut, boah, ich will mehrere Kleidungen kaufen, kein Scheiß. Ich will meinen Trainer gestalten. Nee, nix Trinkgeld. Pff, der bekommt keinen Cent von mir. Wo war jetzt Caleb oder Caleb? Nein, Caleb, so ist der Typ. Was für Caleb? So,
Ja, genau, Lucy. Hallo, das bin ich. Ich kann auch nicht immer den Kürzeren gegen jemanden ziehen, der gleichzeitig mit mir in sein Abenteuer gestartet ist. Los, lass uns kämpfen. Okay, Alter, alles gut, chill out, ganz ruhig. Okay, Trainer Kalem, was besitzt du für Pokémon? 4 Pokémon insgesamt und das erste Pokémon ist ein, wie ist das Viech nochmal? Namen vergessen, scheiße. Egal, Melly, du gehst rein und, Eiszahn. Einfach mal Eiszahn einsetzen. Okay, Mogelieb ist die erste Attacke von dem. Zieht jetzt nicht sonderlich viel ab. Mein Pokémon wird zurückgeschreckt. Psyongon erhält Schaden durch Hagelsturm. Und dann Eiszahn. Psychokinese, okay. Holy shit. Holy shit. Okay, Beute. Und dann KP-AP-Erholung. Hypertrank einsetzen auf Melly. Ah, Melly muss ein bisschen stärker werden. Ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal während des Parts ganz schnell, wann sich mein Pokémon entwickelt, weil würde mich schon ein bisschen interessieren. Säuselstimme, dein Ernst? Es sieht aber kaum was ab, das ist das Gute. Okay, wir können es nochmal mit einer Eiszahnattacke versuchen und vielleicht friert das ja schon ein. Es wäre richtig geil, wenn es einfrieren würde. Bezweifle ich aber irgendwie. Melly! Bleib am Leben. Scheiße. Okay. Beute und dann KPAP, Hypertrank einsetzen auf Mel. Gut, also, Mammute Poke Wiki. Schleichwerbung. Oh, Psychokinese, die Attacke ist mega stark. Egal, das Viech ist besiegt. Perfekt, gut. Also, das erste Pokémon von Kalem haben wir jetzt besiegt. Was jetzt noch dazu kommt, weiß ich nicht. Also, den müsst ihr ja... Wie heißt das Dings haben? Das Pflanzen-Pokémon, wie hieß das nochmal? Dieses Kampf, ihr wisst schon... You know what I mean. You very know what I mean. So, Aquana. Aquana ist ein mega schönes Pokémon. Ich mag das richtig krass. Und Keifel entwickelt sich mit Antikraft weiter. Okay. Wann lernt es Antikraft? Muss ich jetzt gucken. Keifel, ne, würdest du? So, bis dahin nix da. Samenbombe auf Aquana. Oh yeah, Homer Action. So. Wo ist das? Wieso lebt das so langsam? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Antikraft. Wo ist Antikraft hier? Bitte, was soll das denn? Hier ist kein Antikraft. Hä? Ist dein Ernst? Ich finde hier kein Antikraft, kein Scheiß. Doch, wir müssen es aber bei diesem Attackenfälle. Nee, ne? Egal, Samenbombe, noch einmal. Und dann werde ich das gucken, wie ich das mit diesem Attackenfälle lerne oder erlerne oder was weiß ich was mache. Ey, wenn das jetzt nicht funktioniert, ne, dann... Warte mal kurz, bin ich noch bei Keifel? Ja, ich bin bei Keifel gerade. Ey, das ist doch lame jetzt, ganz ehrlich. Scheiße, ich will Mammute. Mammute ist cool. Lehmbrühe, okay, das zieht schon viel ab, selbst wenn es nicht sehr effektiv ist. Egal, Aquana ist besiegt. Perfekt. Gut, wie viele Pokémon hat der noch? Noch 2 Stück. Das eine ist das Pflanzen-Pokémon und das andere ist Brigaron. Was war das denn? Hab ich vergessen, ganz ehrlich. Sarah oder Benny? Benny, du gehst rein und machst mich einfach mal stolz. Ich glaub daran. Los, Benny! Und dann, was setzt du ein? Ich weiß gar nicht. Ach so, das war das. Ja, okay. Von mir aus. Schwerttanz oder Aura Sphere? Ach, scheiße. Nee, warte mal ganz kurz. Das wird 100%ig eine Pflanzen... Nee, eine Kampfattacke einsetzen. Deswegen, Sarah, also Lucario zurück, Sarah rein, fliegen. Ja. Das wird normale Wirkung haben, weil... Nee, Samenbombe. Ja, von mir aus. Maga, wenn du so hohl bist, da kann ich nichts für, nee. Da kann ich echt nichts für. So, Sarah. Sarah, verliege. Macht das behaarte Monster kaputt. Aber ganz ehrlich, ich mag das Viech.
Ich habe es sogar in meinem richtigen Team drin, merke ich gerade. Ich könnte wirklich am Ende dieses Let's Plays schon ein paar Online-Kämpfe machen. Aber ich glaube, wenn das Ende dieses Let's Plays erreicht ist, werde ich sowieso mit Omega Rubin und Alpha Saphir anfangen. Von daher macht das anscheinend doch nicht so viel Sinn. Aber ich glaube, ich gehe nach dem Prinzip Gotta Catch 'em All. Fangen Sie die alle. Ja, vielleicht mache ich das im Let's Play. Wird chillig. Weil ich glaube auch, dass ein paar neue Abonnenten dann dazukommen. Und deswegen, ja doch, komm, mache ich. So, Fuchtler. Nope, will ich nicht. Fuchtler, nee, das ist keine schöne Attacke. So, nächster erreicht Level 27 und versucht Holzgeweih zu erlernen. Der hat einen Arschgeweih. Protzer. Ja, Protzer kann weg. Brauche ich nicht. Und dann könnte ich theoretisch den Part schon beenden. Ja, why not? Ah nee, da kommt ja noch ein Pokémon. Scheiße, habe ich vergessen. Absol. Ja, da können wir jetzt Benny reinschicken. Man merkt wirklich, dass ohne Chat alles ein bisschen schwerer ist. Weil Chat kam da mit Dürre an und dann mit Stab und dann hin und wieder auch mit sehr effektiv. Und das war zu krass, glaube ich. Ja, ein bisschen. So, Benny, du setzt Aura Sphäre ein. Es glänzt. Und es kommt aus dem Ei raus. Ich bin frech geboren. So. Aura Sphäre. Sehr effektiv, One-Hit. Tatsache. Gut, damit haben wir auch Kalen besiegt. Unsere Pokémon erhalten ein paar Erfahrungspunkte und Facepalm. Geil, wir haben gewonnen. Und ich glaube, ich könnte den Part theoretisch beenden. Jo, da mache ich, glaube ich, sogar. So, ja, Pipapo, deine Pokémon waren stärker. Ja, ganz bestimmt. So. So, warte mal, was ist das jetzt für eine Arena gewesen? Wir haben jetzt 6 Orden, glaube ich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsste ich jetzt mal ganz kurz gucken. Lucy. Ja, doch. Was war der 7. Orden? Habe ich ganz vergessen. Halt, überleg mal, was war der 7. Orden? Scheiße. Psycho? Ah, doch, ja, genau, Fininara. Nee, das hatten wir schon. Das war Fee. Ich glaube, das ist die Psycho-Arena. Nee, komm, wir gehen jetzt kurz rein. Ich will jetzt wissen, was das für eine Arena war. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ja, ist ja gut. Jetzt mach mal kein Drama draus. Psycho, ich glaube Psycho. Ja, Tatsache, Psycho-Pokémon. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Für diesen Part von Pokémon Y. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao, ciao. Okay, das war ein bisschen...